Hey, euer Doc ist wieder am Start mit einer neuen Folge und ich habe heute die besten Kopfhörer, die es so momentan geben sollte. Also angeblich sind das die allerbesten Bluetooth-Kopfhörer, die es so gibt auf dem Markt. Die Dinger kosten auch 700 Euro und wir schauen uns die heute an und ich spiele das erste Mal in meinem Leben mit 700 Euro Kopfhörern und wir checken mal die Lage, ob man was besser hört, ob man überhaupt, wie man das Ganze wahrnimmt, ob man damit überhaupt zocken kann und sonst noch, was die so drauf haben. Wir haben die Amiron Wireless heute hier von Biodynamic und die sollen richtig heftig sein. Also, boah, ich weiß es nicht, denn ich habe die jetzt das erste Mal hier und die haben echt einiges drauf. Zumindest sagt es uns die Verpackung. Alle möglichen Codecs, Qualcomm, aptX HD, Hi-Res Audio und natürlich Bluetooth-fähig ist das Ganze. Die Dinger laufen mit 32 Ohm, was fürs Zocken, was auch fürs Smartphone-Nutzen richtig gut ist. Also die benötigen nicht so viel Power. Das Besondere ist, die haben die Tesla-Technologie, also eine richtig hochwertige Technologie bei Biodynamic. Und die haben die Mosaic und die App-Control-App. Mosaic habe ich das letzte Mal schon gefeiert bei anderen Kopfhörern. Denn die App, ich nenne es jetzt mal so, scannt dein Gehör, nimmt ein Profil auf mit deinen Ohren, individualisiert diese Kopfhörer nur für dich, komplett auf deine Ohren und du hörst Sachen, die du so niemals wahrnimmst. Und ich habe damals schon gesagt, wenn viele Hersteller sowas machen würden, boah, wir hätten so geile Kopfhörer auf dem Markt und ich bin gespannt, wie diese Musik, ja, App uns Gamern die Möglichkeit ermöglicht, so richtig krass zu zocken, wenn wir Kopfhörer auf unser Gehör individualisieren. Sowohl im Google Play Store kannst du dir dann die App runterladen, als auch im App Store. Boah, ich bin gespannt. Gebrauchsanleitung. Die gleiche Verpackung wie bei den MMX300 und die MMX300 gehören zu den besten, wenn nicht sogar zum besten Gaming-Headset, was man sich heute so kaufen kann. Ich war damals in der Manufaktur von Biodynamic, übrigens der alte Stock, und ich habe gesehen, wie sie das Ganze zusammenbauen. Nicht nur diese Kopfhörer, sondern auch andere Kopfhörer, auch die MMX300, die werden per Hand gefertigt. Komplett. Ein Mitarbeiter hat deine Kopfhörer und verschiedene Stationen. Und da kommt auch der Preis zustande. In Deutschland, deutsche Qualität. Die haben bis zu 10 Meter Reichweite, 2 Stunden mit geladenem Akku, ist er voll und soll bis zu 30 Stunden reichen. Okay. Mitgeliefert, wie gesagt, das Case. Hier haben wir ein USB-Typ-C Ladekabel und natürlich ein Klinkenkabel mit einer Fernbedienung. Das Kabel vom MMX300 war jetzt kräftiger, dicker, naja, vergoldet, aber okay. Haben da eine eigene Nummer. Ein weicher Kopfbügel, sehr angenehm. Die Ohrpolster auch. Der Alukopfbereich. Ansonsten Kunststoff. Hier haben wir ein Touchpad, damit können wir alles bedienen. Hier ist dann der Anschluss zum Aufladen, hier der Powerknopf und gleichzeitig ein LED-Knopf, hier der Klinken. Und drinnen sehen wir dann noch die Ohrmuschel. Sitzen sehr leicht auf dem Kopf. Und ich habe schon mitbekommen, der ein oder andere hat sich mal geäußert, der Anpressdruck ist nicht so perfekt, nicht so gut und da muss ich echt zustimmen, die sitzen leider sehr, sehr leicht. Biodynamic sagt selbst, okay, das ist so gewollt, wir möchten den Komfort bieten, wenn du zu Hause sitzt, dass du einfach nach Stunden immer noch keine Probleme hast. Und ich muss schon zugeben, okay, jetzt habe ich nicht den größten Kopf, ja, ein normaler Durchschnitt, dennoch sehr leicht auf dem Ohr. Okay, das ist ein Punkt, der in der Kritik steht und ich muss es gleich mal mehr anhören, aber ich vermute wirklich, weil man hat hier echt Luft. Hier, komplett meine Finger passen da rein, komplett. Das ist ein Punkt. Ansonsten wirken die soweit solide und angenehm. So, wir personalisieren das Ganze jetzt. Ich habe mein Geburtsdatum eingegeben, jetzt müssen wir einen ruhigen Ort finden und dann wird alles gescannt und eingestellt. Jetzt muss es ruhig sein. Jetzt höre ich erstmal Musik. Also von der Musik her richtig geil, richtig hochauflösend, saftiger Bass. Und ich merke wirklich,
Wenn du den Anpressdruck nur ein bisschen erhöhst, hört sich das viel besser an. Da passt es viel kräftiger und, und. Also das Ding macht richtig Laune und jetzt gehen wir zocken. Wir stecken jetzt die Kopfhörer direkt an den Controller über Klinke. Jetzt so vom ersten Eindruck her würde ich sogar behaupten, man benötigt nicht mal eine Soundkarte. Dankeschön fürs Geschenk. Da merkt man, ich war schon lange nicht mehr online. Vielen Dank. Also, allein das Intro war richtig geil. Ich muss mir eine Soundkarte anschließen. Das läuft richtig geil, hört sich richtig gut an. Definitiv geil. Natürlich, du hast jetzt kein Mikrofon, müsstest externes anschließen. Da gibt es aber auch einige und genug. Also, wow. Wow, wow, wow. Ohne Soundkarte. Top Sound. Jetzt schauen wir mal gleich, wie die Ortung so abgeht. Das Geniale ist, der Sound ist komplett auf deine Ohren abgestimmt. Du hast ja das Profil durchgejagt und ja, es hat einen ganz, ganz anderen Sound als jetzt ein einfaches Stereo-Headset. Es ist sehr fein. Orten funktioniert. Dennoch darfst du eins nicht vergessen. Also ich empfinde das jetzt im ersten Test eher so, dass du auch alles andere sehr wahrnimmst. Also viel, viel mehr Umgebungsgeräusche. Die Ortung klappt. Ich höre den Gegner laufen. Ich weiß, wo er sich ungefähr bewegt. Es läuft da draußen im Schnee. Also ich nehme alles wahr. Ganz ehrlich, wenn ich heute die Wahl hätte, direkt nur am Controller zu spielen, dann würde ich mich immer für die Amiron entscheiden. Also im direkten Vergleich gewinnen die auf jeden Fall. Okay, bei der Soundkarte brauchen wir definitiv ein anderes Kabel, weil hier das Mikrofon auf Dauer eingeschaltet ist und man sich selber hört. Bedeutet am besten ein richtiges Kabel benutzen, welches bei Headsets dabei liegen. Man hört ein Grundrauschen. Hat man so jetzt beim Controller nicht wahrgenommen, als ob es einfach zu laut ist. Also ich muss sogar das Game Deck runterdrehen. Lauter natürlich als im Controller, aber muss nicht sein. Muss wirklich nicht sein. Also wenn ich mir heute jetzt ein Kopfhörer kaufe für 300 Euro, dann noch eine geschenkte Soundkarte, man kommt dann auf 400, 450 Euro, je nachdem. Und hier hat man halt alles. Man kann Musik hören, Filme richtig geil schauen und Spiele spielen. Ja, für die, die das nötige Kleingeld haben, definitiv eine Möglichkeit. Also jetzt nicht für die Masse tauglich. Es ist echt viel Geld, du kannst zwei Konsolen davon kaufen. Aber so haut mich das jetzt echt um. Ich bin sehr positiv überrascht. Sehr positiv überrascht. Und das ist jetzt nur ein Spiel von vielen. Das ist schon krass. Das finde ich cool. Das MMX300er hat ein aufgebautes Bassreflexrohr. Bedeutet, ihr habt den Bass nicht so intensiv wie jetzt bei anderen Headsets oder Kopfhörern. Vorteil ist, du kannst besser orten, weil einfach der Bass da nicht so krass ist, nicht störend ist. Dennoch, na top, ich würde jetzt nicht umsteigen. Wenn du einen MMX300er hast, musst du nicht umsteigen. Kannst genauso orten, hat ein anderes Soundprofil, definitiv. Es ist nicht so sehr detailreich, aber vorteilhaft, es stört dich nicht. Beides tolle Kopfhörer, definitiv. War mal ein cooles Erlebnis, mit 700 Euro Kopfhörern zu spielen. Hey, warum nicht, wenn man die Möglichkeit hat? Geil, hört sich definitiv cool an, was mich so begeistert. Du kannst Musik damit sauber hören. Filme, richtig sauber und geil. Du nimmst alles warm, bam. Und du kannst spielen an den Controller rein und fertig. Benötigst keine Soundkarte. Buh, das freut mich. Beide sehr tolle Headsets, beziehungsweise Kopfhörer und Headset. Und man muss nicht für jeden sein. Für Menschen, die Musik lieben. Filme lieben, mit Kopfhörern anzuschauen. Und auch ab und zu mal spielen, das ist ein geiles Ding. Das Ding ist natürlich preislich sehr weit oben angesetzt und das muss sich nicht jeder kaufen, aber es ist ein geiles Erlebnis. Also ich fand das jetzt richtig geil. Aber wir befinden uns so weit oben, dass du das zum Schluss eventuell sogar nicht wahrnimmst. Musik auf jeden Fall, Film auf jeden Fall und Gaming auch. Aber jetzt für FPS-Shooter, für Fortnite, COD oder sonstige Games, ja. 700 Euro Kopfhörer muss nicht sein. Aber wenn du sie eh schon hast, dann benutzt die auf jeden Fall dafür.
Was mich begeistert hat, ist einfach am Controller ohne Problem anstecken, nutzen. Eure Meinung? Sehr gespannt. Bis zur nächsten Folge. Euer Doc. Thank you.